rede nicht von Staaten, ich rede von Handelszonen. Ich rede davon, dass die ganze Firma eine große Welt ist. Die NWO ist schon längst fertig, es ist alles erledigt. Es müssen nur die letzten organisatorischen Schritte gemacht werden, das ist alles. Diese Ems kontrollieren alles und da oben geht es richtig deftig zur Sache. Das kann ich euch gleich sagen. Das ist ein Hauen und Stechen da oben. Dann geht irgendwelches Zeug rum über irgendwelche Rockefeller und Rothschilds und Adel und sonst irgend so ein Scheiß. Vergesst den ganzen Müll einfach. Das ist irgendwelches komisches Geplänkel, damit ihr alle beschäftigt seid. Das, was wirklich wichtig ist, das wird nicht in die Öffentlichkeit kommen. Da könnt ihr absolut sicher sein. Wenn das irgendjemand in die Öffentlichkeit tragen würde von denen, ist der sofort tot. Der wird mitsamt seiner ganzen Familie ausgelöscht. Die stehen alle unter Eid da oben. Und Eidbruch wird mit sofortigem Tod bestraft. Also, wenn ihr irgendwelche komischen Geheimnisse hört von irgendwelchen Whistleblowers, könnt ihr sicher sein, es ist inszeniert oder man hat es den Leuten zugespielt. Weil alles, was da ganz oben gespielt wird, werdet ihr niemals erfahren. Nie. Nie, 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 nie. Diese Ems oben haben eine sehr große Macht. Zum Beispiel, als diese Planung diskutiert wurde, was die jetzt da gerade machen, hieß es, ja, da werden sehr viele Menschen dabei sterben. Dann sagte M1 anscheinend, ja, das ist aber nicht mein Problem, das sollen die Handelszonen unter sich ausmachen, da halte ich mich raus. So sieht's einfach aus. Das heißt, die interessiert das gar nicht, was da unten passiert. Wir sind denen scheißegal. Wir sind nichts weiter wie Kollateralvieh, das verwaltet werden muss und sonst nichts. Diese Ems werden aber auch wiederum kontrolliert. Das heißt, da gibt es wieder übergeordnete Strukturen. Und diese übergeordneten Strukturen, da gibt es eine Struktur, die kaum ein Mensch kennt, das ist der sogenannte Global Custodian. Der Global Custodian überwacht weltweit die Bildung von Liquidität und sorgt dafür, dass nicht zu viel Liquidität unterwegs ist. Er sorgt auch dafür, dass die Haftungspapiere begrenzt werden. Zum Beispiel Papiere über 100 Millionen US-Dollar werden vom Global Custodian im Zweifelsfalle blockiert. Deshalb sind Banken gar nicht scharf drauf. Das ist auch der Grund, warum die genau 100 Millionen bei euch vom Konto runterbuchen in der Insolvenz, weil das ist die Schwelle, wo der Global Custodian angreift. Und sonst würden die sich wahrscheinlich 200 Millionen holen, diese Drecksbande. Ja, gut. Dann gibt es noch andere Organisationen, die darüber stehen. Ihr müsst euch einfach klar machen, es gab früher einmal 33 Familien. Diese 33 Familien haben einen Vertrag abgeschlossen. Und zwar Ende des 17. Jahrhunderts. Und dieser Vertrag verpflichtete diese Familien, ihre Treuhandgebiete in Unternehmen umzuwandeln. So alt ist der ganze Käse schon. Die einzigen, die quergeschossen haben, das waren die Preußen. Und deshalb mussten die auch weg. Da hat man erst versucht, einen Krieg zu führen, man erst versucht, sie aufzureiben. Dann hat man die zwei Königslinien ausgeschaltet, die mussten einfach weg, weil die haben sich einfach an die Spielregeln nicht gehalten. Die haben nicht mitgemacht. Man könnte jetzt dazu noch erwähnen, es gab noch zwei, drei superreiche Leute, die sich auch gegen diese Pläne gewehrt haben und die waren dummerweise auf der Titanic, als sie abgesoffen ist. Zufall, ich weiß, alles nur Zufälle. Ich schweife schon wieder ab, verzeiht mir. Das heißt, diese Strukturen wurden auch wieder eingerichtet von diesen 33 Familien, von denen gibt es jetzt aber nur noch 17. Die restlichen sind, naja, ihr wisst, da oben wird ziemlich hart mit harten Bandagen gearbeitet.